Zuhörer und Interessierte. Jetzt habe ich hier mal wieder ein trauriges Thema. Tut mir sehr, geht mir sehr nah hier mit dem Mädchen, mit dem 12-jährigen Mädchen, was man jetzt doch tot da in Freudenberg gefunden hat. Und jetzt kommen ja immer mehr Einzelheiten heraus, dass angeblich ein 12-jährige und 13-jährige Mädchen dieses Mädchen erstochen haben soll. Das muss man sich mal vor Augen führen, dass Jugendliche Jugendliche umbringen, also ganz 12 und 13 Jahre, das ist ja kein Alter. Und es ist ja erstmal die Frage, ich möchte es hier kein Urteil mehr erlauben, wie ist es dazu gekommen? Gab es zwischen den drei Mädchen Streit? War das ein Unfall? Wie war der Tathergang? Und da wird, ich habe gleich ein Interview hier vom Staatsanwalt, der wird da auch nicht mehr zu sagen wollen, weil man ja da auch die die Mädchen hier, die die Tat begangen haben, schützen möchte, und die sind vielleicht selber völlig aufgelöst. Ja, das ist, ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt hier ein brutaler Raubüberfall war oder irgendwie. Das war bestimmt ein Unfall, ein tödlicher Unfall, und ich weiß es nicht. Das wird vielleicht die Zeit zeigen oder auch nicht. Werden wir vielleicht nie erfahren. Und ich gehe mal hier rein. Da habe ich jetzt hier bei der Bild-Zeitung den meisten Bericht und die Bilder sehr detailliert aufgefunden. Eigentlich irgendwo sehr traurig, dass man hier sowas, ja. Also, ne, ja, ein Mädchenkiller, das ist ja schon ein Scheißwort. Tut mir leid, ne? Zu jung für Strafe, das muss man ja auch nicht so schreiben. Ne? Hier so sieht das Mädchen dann auch verpixelt, Anfang ihres Lebens, also für die Eltern, für die Familie, das muss ja ganz grauenhaft sein. Das ist ganz, ganz schlimm. Ja, auch für die Mädchen, die Tat begangen haben. Das ist für alle Beteiligten schon unfassbar. Ja, 14.03. ist es der Artikel hier reingekommen, hier in Freudenberg. Da habe ich auch gleich nochmal, wo das genau ist, hier in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen, da die Grenze. Ich lese mal so ein paar Sachen vor. Ein paar wisst ihr auch schon bestimmt. Aber gut. Auf dem Heimweg von einer Freundin verschwindet Luise, 12 Jahre, aus Freudenberg, Nordrhein-Westfalen. Wird am nächsten Tag tot in einer Böschung gefunden. Achso, von einer Freundin. Gab jetzt die Polizei bekannt. Die Schülerin soll von zwei Mädchen getötet worden sein. Dann haben wir hier so ein Trauer von den ganzen Schülern. Wir trauern um Luise. Wir haben am Wochenende unsere Schülerin, Mitschülerin, Freunde verloren. Viel zu früh wurde sie gewaltsam aus unserer Mitte und aus ihrer Familie entrissen. Unsere Gedanken und Wünsche sind jetzt in den nächsten Tagen bei ihrer Familie, Freundinnen und Freunden. Wir wünschen viel Kraft in der nächsten Zeit. Da ist ja auch die Frage, gingen die auf der gleichen Schule? Die Mitschüler, waren die vielleicht in der gleichen Klasse? Das muss ja alles irgendwie mal jetzt, gab es Streit zwischen den drei Mädchen? Eifersucht, irgendwie ein Freund, das kann ja alles sein. Ne? Ja genau, der Oberstaatsanwalt hier, ne? Das ist ein erschütterndes Ereignis und ein besonderer Fall. Luise ist ein Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen, sagte Oberstaatsanwalt Mario Mannweiler auf einer Pressekonferenz am Dienstag. Die Obduktion fand in der Uniklinik Mainz statt. Nach dem Ergebnis ist das Mädchen aufgrund zahlreicher Messerstiche verblutet. Zahlreicher Messerstiche. Oh Mann. Das Ergebnis der Obduktion, wie die Polizei und Staatsanwalt am Dienstag mitteilten, Hinweise auf ein Sexualdelikt lagen bisher in Angaben zur Folge nicht vor. Ja, stell euch mal vor, Sexualdelikt. Ein 13- und 12-jähriges Mädchen vergewaltigen ein 12-jähriges Mädchen. Da muss doch irgendwas vorgefallen sein. Die haben die doch aufgelauert. Das macht mir doch nicht was. Das ist die Frage, wann ist das denn passiert? Abends? Da ist doch irgendwas vorgefallen. Da. Aber schreibt mal ihr in den Kommentaren, falls ihr da aus Freudenberg kommt oder mehr als wisst und wollt da irgendwie mal schreiben, aber ja, oder was ihr dazu meint. Das ist unfassbar, hier, wo die Polizei dann suchen. Der Notruf von Luises Eltern war um 19:45 am Samstag bei der Polizei eingegangen, nachdem sie von Luises bester Freundin alarmiert worden war.
Dort sollten die 12-Jährigen sich am Samstag um 15:30 Uhr auf den 3 Kilometer langen Heimweg durch ein Waldgebiet gemacht haben. Die Beamten gingen zunächst davon aus, dass sich das Mädchen auf dem Weg verlaufen hat oder dort etwas zugestoßen sei. Die Polizei suchte vergeblich den Wald, die Umgebung ab, doch tat sich laut Ermittlern ersten Verdacht auf. Morgenkommissarleiter Florian Locker: Im Zuge der Ermittlungen und der durchgeführten Befragung haben sich Widersprüche aufgetan. Dies taten sie durch Hinweise der Anwohner auf. Ja, haben die hier weiter gesucht. Gestern wurden die Kinder damit konfrontiert. Also, als die Beamten bis zur Nacht im Unterholz nichts finden konnten, suchten sie am nächsten Morgen weiter. Zugleich wurden die verdächtigen Bekannten der Toten auf der Polizeiwache weiter vernommen. Verdächtigen Bekannten. Gestern wurden die Kinder damit konfrontiert. Unter Beteiligung von Angehörigen, also die Eltern müssen ja auch dabei gewesen sein, und unter psychologischer Betreuung. Die Kinder räumten die Tat dann auch ein. Ihre Angaben konnten auch durch Beweise belegt werden. Ja, also hier, wo sind wir jetzt hier? Boxseifen, Rheinland-Pfalz, so die Hohenlahn. Hohenhain, also hier ist das rein, da ist das gefunden worden. Freudenberg. Tja. Während der Vernehmung entdeckte ein Hundeführer der Polizei um 12:30 Uhr die Leiche von Luise und in einer Büsche. Staatsanwalt Meiner, der Auffindort ist auch gleich der Tatort. Zwei tatverdächtige Mädchen. Ja, die haben ja, glaube ich, auch schon gestanden, ne? Luises Leiche wurde nicht auf dem Weg nach Hause gefunden, sondern fast in entgegengesetzter Richtung, etwa 2 Kilometer Luftlinie vom Wohnhaus der Freundin entfernt. Warum die Kinder mit ihrem späteren Opfer dorthin gingen, darüber schweigen die Ermittler zum Schutz deren in einer Pressekonferenz. Elternhaus, Wohnort der Freundin. Ja, das ist ja hochinteressant, ne? Das, ne, ist ja auch schon Fragen hier unten. Ne? Da wohnt die Freundin. Da, guck mal, hat doch schon bald, das ist ja auch schon. Da muss man das Mädchen noch abholen mit dem Auto. Ich will meine Tochter hier nicht allein nachts nach Hause gehen lassen. Nicht in der heutigen Zeit. Und da ist sie gefunden worden. Ist ja schon hochinteressant. Also, ja. Ja. Die Täterinnen stammen aus dem Bekanntenkreis des Opfers, sind strafunmündig, 12 und 13 Jahre alt. Tja. Wir suchen nach der Tatwaffe. Polizeibeamten haben das Altpapiertonne ausgehört, und damit nach der Tatwaffe zu suchen. Während der Pressekonferenz suchen 30 Polizisten weiter den Weg von Hause bis zum Fundort die Leiche ab. Bislang blieb die Suche nach der Tatwaffe ohne Erfolg. Suchen die weiter. Ja, das ist auch schon zu Ende. Wir gehen mal, das ist die Schule. Ne? Getötet Luise F. aus Freudenberg, so ging es an der Esther Benjaro No Jara Gesamtschule weiter. Ja, in der Klasse muss doch Entsetzen sein. Ne? Das ist die Frage, ob die auch auf dieser Schule gingen, die Mädchen. Ne? Ja, jetzt machen wir mal hier, warte, ich mache mal hier das Interview. Was hat hier noch? Was die Staatsanwaltschaft dazu sagt, ne? Und dann könnt ihr in meinen Kommentaren reinschreiben, ja, wie ihr das alles seht und überhaupt, ne? Alles mega traurig. Da gibt es ja nichts. Nach dem Ergebnis der Obduktion ist das Kind infolge zahlreicher Messerstiche und des hierdurch ausgelösten Blutverlusts verstorben. Ich hatte gestern schon gesagt, dass es keine Hinweise auf eine Sexualstraftat gibt. Auch die Obduktion hat hier keine weiteren Erkenntnisse ergeben. Ich gehe nicht so weit, zu sagen, dass wir das ausschließen können. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen ist davon auszugehen, wie gesagt, dass das Kind dort getötet worden ist, wo wir es auch aufgefunden haben. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen müssen wir nach derzeitigem Stand jedenfalls davon ausgehen, dass die Tat von zwei Kindern begangen worden ist, aus dem Bekanntenkreis des Opfers,
Das ergibt sich sowohl aus der objektiven Beweislage als auch aus dem Inhalt der Anhörungen, die wir von den beiden durchgeführt haben. Aufgrund des kindlichen Alters der mutmaßlichen Täterinnen gehen wir von Strafunmündigkeit aus. Es ist ein Fall, der ist natürlich erschütternd. Es ist uns allen klar, das trifft für uns genauso zu wie für Sie alle. Das bedeutet aber in der Konsequenz zunächst einmal für uns als Staatsanwaltschaft und Polizei, dass keine strafrechtlichen Sanktionen erfolgen können, weil das Gesetz das verbietet und die beiden Kinder jetzt in die Obhut des Jugendamtes gegeben worden sind, das auch für alle weiteren Maßnahmen zunächst erst zuständig ist. Im Strafgesetzbuch und in JGG so geregelt, die Grenze für die Strafmündigkeit liegt bei 14 Jahren. Die beiden Kinder, um die es hier geht, sind jünger, 12 und 13 Jahre. Angesichts des kindlichen Alters der mutmaßlichen Täter bitte ich auch alle um Verständnis, dass in solchen Fällen das Informationsinteresse der Öffentlichkeit hinter dem Persönlichkeitsschutzinteresse der Kinder zurücktritt. Und das gilt eben auch, wenn es sich bei den Kindern nicht um die Opfer handelt einer Straftat, sondern auch um die möglichen Täter einer Straftat. Ich sehe mich daher aus rechtlichen Gründen gehindert, weitere Details zum Tathergang, zum möglichen Tatmotiv, zum Verhalten der Kinder vor und nach der Tat und insbesondere auch zum gegenwärtigen Aufenthaltsort der beiden bekannt zu geben. Ja, also das ist schon mega traurig. Und mal schauen, ob da noch was hier kommt im Internet oder in den Zeitungen, in den Medien. Dann werde ich vielleicht berichten, aber ich glaube eher nicht. Weil, wie gerade der Staatsanwalt sagte, der Täterschutz, weil das ja 12- und 13-jährige Kinder sind. Jugendamt kümmert sich jetzt darum, die kommen wohl in Sicherheitsverwahrung und danach, ja, eigentlich muss man die ja vor der Allgemeinheit schützen. Das sind ja jetzt zwei Mörderinnen, deren Leben ist da jetzt auch kaputt. Ein kleines junges Leben ausgelöscht. Eigentlich irgendwie unfassbar, was hier wieder passiert ist. Ich bin echt schockiert. Aber schreibt mal in den Kommentaren rein, wie ihr das seht. Und ja, bis zum nächsten Video mal.